Tabletop-Freunde! Yeah, die geile Stimme aus dem Off. Ja, der Schleppi und der Boss Flo am Start für euch. Ist das dritte Mal, dass wir das Only machen, ja? Einmal Orks, einmal White Scars. Stimmt. Und, ja. Ja. Aber heute ist komplett was anderes, ja. Ich spiele weder Orks, noch White Scars, noch Space Wolves. Ich spiele mal wieder Chaos-Dämon. Die letzte Niederlage gegen Motzi ist noch nicht so lange her. Und ich habe mir gedacht, ich muss noch mal alles in die Waagschale werfen. Und dann habe ich da noch mal ein bisschen da und da an den Kräften und an den Zugkräften und an den Geschenken so. Diesmal habe ich auch geile Geschenke, da kommen wir aber gleich zu. Und ich habe mir gedacht, weil Style und geil, spiele ich noch mal Dämon. Was hast du uns mitgebracht? Ja, auch Premiere quasi, weil das erste Solo-Spiel für die Dark Elder heute am Start. Sonst war bis jetzt immer noch so Team Bad Raps gewesen. Heute mal komplett 1500 Punkte Only Dark Elder. Ja. Also du bist auf jeden Fall modelltechnisch in der Überzahl. Ja. Das haben wir schon festgestellt. Aber. Ja. Was spielen wir denn schön? Das sollen wir live auswürfeln. Ja, können wir von mir aus tun. Hier sehr hoch. Oh yes. Welche Seite waren das? Hier ist Ewiger Krieg. Hier ist Ewiger Krieg, Ewiger Krieg. Also willst du Doppelmission spielen? Nee, machen wir mal Sprung nochmal. Ja. Gut, machen wir mal Sprung. Hier ist die 5. Ist glaube ich Kriegsbeutel oder so. Oder? 5? Ne, ist verdeckte Operation. So. Das ist damit geheimnisvolle Mission. Genau, über ist der Hammerschlag. Ist das? Ja, das Hammerschlag. Hallo, sag was. Ja, und es bedürfen nicht gegenseitig uns zeigen, was wir machen. Ja. Möchtest du denn mit geheimnisvollen Spielen, also dass wir das dann auch auswürfeln, dass diese Missionsziele sagen? Von mir aus müssen wir was nicht. Okay, gut. Dann. Ja, dann haben wir das. Dann einmal die Seitenwahl. Möchtest du, das sind wahrscheinlich von deine der, Würfel. Der, ja, ne? Beziehungsweise Stopp. Halt, Stopp. Halt, Stopp. Jetzt reicht es. Die Platte ist sauber. Nein, jetzt rede ich. Ja, okay. Stimmt. Sind wir hier bei Frauentausch oder was? Ob du hier bist oder nicht. Das sind Eigentümer von Frauentausch, ne? Also es könnte sein, dass wir Urheberrechtsklagen kriegen wegen euch, ne? Von mir aus gerne. Ja, können wir so. Ja, okay. Wir müssen noch hier Missionsziele verteilen. Bevor wir jetzt hier anfangen, ja, Seitenwahl und so. Der ist so überkrass detailreich, ne? Von dem, also, der anfängt oder was zu verteilen. Okay, du darfst die ersten Scheiben eingebaut. Gleich hier kommt der, dieser Tower hin. Auf den Packungen habe ich das erst nicht gesehen, aber wo ich den zusammengebaut habe. Holla die Waldfee, da ist echt viel drin eingearbeitet. Okay. Alles heute live immer. Wir sind heute on stage hier. Wir haben gerade schon 6 Stunden live. Das weiß doch keiner mehr. Nein, weiß keiner. Ist auch die Frage, ob das vorher rauskommt oder danach. Achso, das geht gar nicht hier. Wieso geht das nicht? 12 Zoll von dem. Ach so, so, okay, das stimmt. So, meiner liegt da. Da. Blöd. Oh. Ah, komm, weil es so geil ist. Einfach hier in der Ecke noch rein. Das ist ein cooles Spiel. Komm, als einfach geil ist hier. Ich würde jetzt nicht mehr ein Team geben, würde was so, hier eins. Die 1 ist in der Mitte. Ich hab mich jetzt in die Spitze auch. Aber da wir eh irgendwie so spielen. Sehr hier hinlastig. Ja, das kommt jetzt nochmal. So. Dann, verteilt, okay. Seitenwahl. In Season 1 sind die nicht drin. Ja, ist ja wohl für dich logisch, welche Seite du nimmst. Ja, ich würde auch sagen, ja, die hier. Ist ja klar. Dann, wer zuerst aufstellt? Wow. Das ist Season 1, Buch oder was? Ja. Ich denke, okay. Auch, das die erste dann. Dann machen wir gleich erstmal die Armeevorstellung. Auf jeden Fall. Und du darfst auf jeden Fall, du hast den ersten Zug noch. Doch. Ja, hier. So. Ja, schauen so wir lucky. Ob wir Lucky Hands heute haben. Da. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder zu der Armeevorstellung. Bis gleich. So, Dark Elder, Armee auf Vorstellung, Aufstellung noch nicht, das ist die Vorstellung. Da habe ich im Standardslot ein 10er-Trupp im angeschlossenen Raider. Keine speziellen Waffen, nur ein Sybarit mit drin. Der Raider hat eine Disintegrationskanone, oder wie sie heißt. Voll geklaut von den Necrons.
Ja, ist klar. So wie die zweite Standardeinheit, komplett dasselbe Spiel. Dann haben wir noch ein komplett ohne Barke, die stehen einfach nur so auf dem Feld, weil ich keine Barke mehr hatte. Im dritten Standardslot habe ich einmal, im vierten sogar schon, einmal die Witches in der Barke, in der Viper und noch einen Fünfer-Trupp in der Viper. Im Fast Attack Slot 2x3 Jetbikes mit Blaster. Dann haben wir noch im Fast Attack Slot ein Beast Pack mit 10 Chimären, ein Clawfiend und ein Beastmaster. Mit dem habe ich spekuliert, ob wir jetzt einen Teufelshoch hatten. Elite haben wir einmal 5 Trueborn mit Splitterkanone. Also 4 Stück haben Splitterkanone und der Draco angeschlossen an einer Viper mit Splitterkanone, Doppelsplitterkanone. Dann in der zweiten Elite-Auswahl haben wir. In der zweiten Elite-Auswahl haben wir 4 Inkubis mit dem Archon. Ja, das war's auch schon. Als Kriegsherrn-Fähigkeit habe ich ausgewürfelt, dass Nachtkampf ist, wo wir eigentlich vorher schon ausgewürfelt haben, dass Nachtkampf ist, dass ich Nachtsicht habe. Also sehr cool. Hahid. Genau, Hahid. So, dann geht's weiter zu den Dämonen. Ja, kommen wir zu meinen Dämonen. Diese Liste sollte euch alle bekannt sein, denn diese Liste hat versagt gegen Motzi. Seine Anti-Liste. Das hat keiner gesagt, dass es seine Anti-Liste ist. Ja, doch, da waren 2 Kommentare, die gesagt haben. Ja, auch mehr Gegenkommentare. Hallo? Ja, nein. Halt die Fresse jetzt. Ich habe ein Combine Armed Detachment. Da ist ein Herold des Nurgle, Stufe 2. Der hat die Doomspell, also diese Höllenglocke, die besagt, dass alles auf dem Feld vom Gegner Moral bei minus 1 hat. Und 2x3 Nurglings. Dann kommen wir zu meinem Infernal Tetrad. Das beinhaltet meinen Warlord, einen Dämonenprinz des Siege, einen Dämonenprinz des Nurgle, Slaanesh und Khorne. So, was haben wir denn alles so Schönes ausgewürfelt, was wir beim Motzi letztes Mal nicht hatten? So, der Khorne-Prinz hat als Artefakt diese Rüstung, die einen 3er Rüster erlaubt und jeder Stärkewert, ob Schuss oder Nahkampf, wird um 1 verringert, wenn er als angesagtes Ziel angesagt wird. Ist voll geil, ne? So, dann hat er als Geschenk im Nahkampf Treffer von 6 wird mit doppelter Stärke abgehandelt. Das ist relativ cool. Und er hat einen Lebenspunkt mehr und it will not die. Der Nurgle-Prinz hat brennendes Blut, kann seinen Retter rerollen und hat plus 1 it will not die und die Zugkräfte kreischen und die 4 und die 5 von Biomantie. Der Slaanesh-Prinz hat die. Was? Nexi. Achso, die Peitsche der Verzweiflung, den Höllenblick und Kreischen und Biomantie 2 und 4. Mein Warlord hat die Impossible Rope, was einen 3er Retter verleiht. Er hat als Geschenke das Phenopain 4+, Adamantner Wille und plus 1 Lebenspunkt und it will not die. Und Zugkräfte hat er Dämonologie 1 und 4 und Kreischen. Der Warlord Trade für ihn, also auf der Siegstabelle habe ich gewürfelt, ist die 1. Das heißt, alle meine Dämonenprinzen, bis auf der Korn-Dämonenprinz, kanalisieren auf die 3+, ihre Kräfte. Und er hat auch nochmal Zugkräfte bekommen, und zwar hat er Dämonologie 0, 4 und die 1. Das ist eigentlich relativ okay. Der Slaanesh-Prinz ist so ein bisschen wieder so, hat nicht so geile Sachen bekommen, aber die anderen sind relativ fix mit 5 Lebenspunkten und er stirbt nicht und sowas. Aber wir wissen ja nicht, was wir hier alles gegen
diese Dark Elder ausrichten können. Er hat den ersten Spielzug. Ich habe übrigens noch meine Kampfdroge ausgewürfelt für die Witches und für die Bikes. Die haben die 6 gewürfelt, das heißt, ich kriege plus 1 auf Moral für diese beiden Einheiten. Gut, also hast du da plus minus 0 durch die Glocke, okay. Also die beiden jetzt. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, fang mal an aufzustellen. Dann sehen wir uns nach der Aufstellung wieder. Bis gleich. Bist du immer fett, ne? Ja, gut. Guck mal, dort halten sich zwei Fette, wer am fettesten ist. Sehr geil. Wir haben auch festgestellt, dass der Dennis der fetteste ist. Okay. Ja, kommen wir zum Spielfeld. Wie gesagt, die Dark Elder haben sich hier aufgestellt. Die haben ja auch die Seitenwahl gewonnen und dürfen eventuell anfangen. Ich habe mich hier aufgestellt. Ja, ja, weil Angst. Weil Angst, richtig. Die sind infiltriert. Ja, fangen wir an. So, hier haben wir Mission C2 liegen. Missionsziel 5. Missionsziel 1. 6. 3. 4. Und da hinten liegt die 3. Ja, wie gesagt, das Spielfeld seht ihr ja jetzt ungefähr so grob, wie es aussieht. Ja, ich versuche mal mein Glück und versuche die Ini zu klauen. Mal gucken, ob heute mein Tag ist. Fast. Ah, fast, leider nicht. Das heißt, dein erster Zug. Bis gleich. Ja. Flo hat man nicht die Ini geklaut? Nein, nee, habe ich nicht. Oh mein Gott. So, die Missionsziele für Dark Elder. Wir spielen übrigens verdeckte Operation, deswegen darf ich das nicht sehen. Das heißt, ihr seht das live. Ihr müsst halt selber lesen, müsst halt das Bild anhalten, von mir aus. Sonst habt ihr ein Problem. Okay, wisst ihr Bescheid? Bis gleich, Runde 1 Dark Elder. Ja, viel Beschuss, bisschen was, naja, nicht wirklich viel was passiert, aber machst du nix. So, die Bikes sind hier stehen geblieben an Missionsziel 3. Viper ist hier hoch. Die Viper und die Barke ist hier rüber. Die sind zu Missionsziel, ich glaube 1 war das, 1 gerannt. Die da oben sind stehen geblieben. Alles einfach im Prinzip ein bisschen vorgefahren, um in Schussreichweite zu kommen. Die komplette Seite hier hat auf den Kriegsherrn geschossen und konnte den einen Lebenspunkt abziehen. Richtig. Beziehungsweise die Inhalte haben hier oben auf die Nörklinge geschossen. Durch Schleier konnte leider nur ein Lebenspunkt. Jeweils ein. Ja, auf der Seite ist ein Punkt und auf der anderen Seite durch die andere Seite, also durch die rechte Flanke von uns aus, geschossen worden. Da komme ich mal rum. Die Bikes haben auf den Kriegsherrn geschossen. Die komplette Barke hat hier oben drauf geschossen. Das war auch der Lebenspunktverlust, der den Nörkling verursacht worden ist. Die Viper hat auf den Herold geschossen. Der Herold ist gestorben. Der ist gestorben, ja. Und die komplette Viper hat auf den Kriegsherrn geschossen. Insgesamt ein Lebenspunkt weg. Weil der kann einen Wert von 30 Punkten mitnehmen, aber steht nicht was. Verstehe nur, dass er eine Option Wert von 30 Punkten haben darf. So, erfüllt habe ich eine gezielte Tötung durch den Herold. Also, und Vormarsch mit 2 Punkten. So. First Blood hat er, damit steht es dann 4-0 für die Dark Elder. So. War das so 4-0? Ja. Boah, Junge. Krasser Typ, fängt schon gut an hier. Ja, dann ziehe ich mal meine 3 Karten. Läuft die überhaupt noch? Ja, die läuft noch. Ich glaube, die schmeiß ich ab. Die letzte wäre Luftraum sichern gewesen, aber das ist ja unwahrscheinlich, habe ich gleich einfach in der Runde noch oder ohne. Naja, einen schon. Ja, schon. Er lacht schon. Ich rechne mit der Annahme, dass der schwächste Dämonenprinz davon, der ist von Korn. Ja. Aktuell wäre es Slanish sogar. Was? Von den Geschenken her.
Der Korn, der ist... Aber mal schauen wir mal. Naja, egal. Ihr habt gesehen, was ich für Karten habe. Dann kommen wir nach meiner Runde wieder. Bis gleich. Ja, Dämonenrunde 1. Stopp, ich habe noch was vergessen. It will not die. Nö, nix. So, jetzt können wir anfanken. Runde 1 Dämonen. Ich habe nichts geschafft, da ich das hier zweimal dominieren musste, aber da er meinen Herold gebannt hatte, konnte ich da nichts hinschicken. Ich habe aber verbrannte Erde, das heißt, er hat einen Zweier Retter, er hat einen Vierer. Er hat in der Zielphase die Bikes hier weggekreischt, das heißt, einen Punkt habe ich auf jeden Fall gemacht, durch First Blood ausgeglichen. Dann habe ich mit diesen beiden Einheiten das Beast Pack angekreischt. Das ist auch jetzt unter 25%. Das heißt, es sammelt sich auch nur noch auf Doppel 1. Und läuft gerade. Und hier hat der Slanish Dämonenprinz, der übrigens jetzt ewiger Krieger, verletzt nur 4 plus und unaufhaltsam ist, die Barke weggepeitscht. Das hört sich so geil an. Er hat ein Fahrzeug weggepeitscht mit der Peitsche der Verzweiflung, Junge. Ich glaube, so heißt sie sogar. Ja, wie gesagt, einen Punkt habe ich gemacht und ansonsten war es das auch für mich. Und gebe ich doch direkt ab zu dir für deine Runde 2. Ich nehme eine Karte von unten. Du weißt ja, wer auf Turnier letzter wird, der darf beim nächsten Mal gratis kommen. Oh, was ein Penner, ey. Kennst du ihn doch? Okay, Hadia. Schauen wir mal. Dark Elder, Runde 2. Was ist los mit dir? Runde 2 der Dark Elder. Ja, im Prinzip. Sie ist zum Missionsziel 1 geflogen. Die letzten Verbleibenden sind hier reingeflüchtet, was sie wahrscheinlich nicht großartig helfen wird. Die Barke, die dort vorne stand, ist zum Missionsziel 4 geflogen. Die Trueborns haben sich Missionsziel 5 unter den Nagel gerissen. Die Bikes, die hier standen, eine Viper, die hier stand, und mein Kriegsherr sind alle hier hinter Turbo boostet. Und so bekomme ich Missionsziel Nummer 4. Das habe ich da hinten. Hinter feindlichen Linien bekomme ich mit W3 Punkten. Weil 3 Einheiten. Hast du gesagt, der hat hinter feindlichen Linien. Ist aber nur eine 1. Also ist nur ein Punkt. Ja, cool. Hat sich gelohnt. Ja, steht 6-1, ne? Und das war's. Ja, dann, ich hab ein wenig First Blood, ja. Dann Runde 2 der Dämonen. Ich gebe ab an Flo. Flo, wie ist das Wetter heute? Ja, keine Ahnung. Geil, ne? Danke. Ja, ich ziehe keine Karten nach, weil ich habe alle behalten. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Und ich versuche jetzt wieder in der Runde fröhlich vor mich hin zu kreischen. Bis gleich. Kreischt der. Ja, Dämonenrunde 2. Es ist nicht so viel passiert. Dadurch, dass sie hier Morabe 10 hatten, konnte ich jetzt nur einen wegkreischen und einen wegpeitschen. Steht hier noch einer, hat Morabe es geschafft. Er ist gelandet und für die nächste Runde gleich bereit für den Nahkampf. Er hat einen Vierer Fino Pain und ewiger Krieger und so ein Quatsch. Hat sich durch Es stirbt nicht einen Lebenspunkt wiedergeholt, hat einen Vierer Rettungswurf. Er hat das Es stirbt mich nicht geschafft und Erde hat er geschafft, hat einen Zweier Retter und fliegt noch.
Er ist auch gelandet, hat einen 4er Retter und noch 4 Lebenspunkte hat er auch durch einen Peril, den er versucht hatte, bei ihm zu kräftigen. Und ansonsten habe ich nicht wirklich viel gemacht. Versucht die ja noch zu kreischen. Genau, da ist aber nichts passiert. 1-1-2 oder was? Ja. Ja, nächste Woche. Das war's schon bei mir. Ich habe ein Missionsziel 5 abgeworfen, weil ich muss gleich mal gucken. Und dann wärst du dran. Denk dran, 82. Genau. 82. Ja, was ist denn die 11? Die 11 ist 1, ne? Das sind hier 1. Okay. Florian, du bist auch von Fortschritt. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass die von Fortschritt kommt. Wäre zu schön. Okay, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ab. Runde 3 der Dark Elder. Viel geschafft, muss ich sagen. Also, ich bin. Du hast mich demoralisiert auf jeden Fall. Ich bin positiv überrascht. Der komplette Trupp hat auf den Nurgle, ehemaligen Nurgle-Prinzen hier, auf der ist nur so ein Schleimhäufchen da, der wurde weggegiftet. Inklusive der komplette Trupp und der komplette Trupp haben drauf geschossen. Und der Trupp? Der Trupp. Also du hast mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten auf einen Dämonenprinz geschossen, um ihn wegzukriegen. Ja, also er hatte auch einen 2er Ausweichen. Ja, das möchte ich trotzdem festhalten. Es sind trotzdem 6 Einheiten, die der geblockt hat. Also so, dann hat Imchen komplett hier auf den Korni drauf geschossen, konnte zwei Lebenspunkte. Zwei, ja. Das war es auch dann. Aufrauchen. Die Viper hat auch noch drauf geschossen. Ist aber nichts passiert. Hier, die Witches sind ausgestiegen, hier oben drauf. Das Bike, was noch überlebt hat, ist auch hier oben drauf. Und haben die Nörglinge im Nahkampf dann aufgeraucht. Ja. So, das war im Prinzip so die Rundenzusammenfassung. Und ich habe Missionsziel Nummer... 2? Was ist hinterher? Und in dem Fall... Zerstöre den Dämon wäre Missionsziel 1, das halte ich da. Missionsziel 2 ist hier. So, okay. Dann gebe ich weiter. Ja, ich darf eine Karte ziehen. Was ist das, eine Allergie gegen Loser oder was? Das kann ich nicht schaffen. Ich stand halt zu lange hinter dir. Ich weiß. Okay. Sogar zweimal gegen Schleswig-Holstein. Überwältigen. Ja, gut. Wie ihr seht, ich habe nicht mehr viel stehen. Willst du mich jetzt überwältigen? Ich habe noch 5 Modelle. Mal gucken, was ich jetzt in meiner letzten dritten Runde. Weil ich 3 Prinzen habe. 6 habe ich. 3 Prinzen und 3 Nörlinge. Ja, mal gucken, was noch so geht. Wie war das nur noch, was das macht? Da unten wohnt. Gut. Der da unten wohnt, der raucht. ja. Dämonenrunde 3, das wird auch wahrscheinlich meine letzte Runde 3. Diesmal ist es so, es hat nichts funktioniert, wie ich es haben wollte. Also ich habe alles verkackt, was zu verkacken war. Fangen wir aber mal an. Er hier hat eine Opferung durchgeführt. Hat einen Herold beschworen. Das kam durch. Der Herold ist 10 Zoll abgewichen in die Richtung. Missgeschick 6. So, er hat den Philopay nicht geschafft, sprich, er hat einen Lebenspunkt verloren. Da muss ich übrigens noch einen Absturztest machen, fällt mir gerade ein. Ich verflieg. Ja, und er stürzt auch noch ab. Junge, geil. Alles live auf Cam heute. Stärke 9. So, reicht. Den darf ich ja wiederholen, weil Sinch. Habe ich aber geschafft. Das wäre jetzt auch noch die Möglichkeit gewesen. Du hast ja gerade einen Lebenspunkt verloren, ne? Mhm. Hast du da Moralwettest gemacht? Ja, klar. Er verliert jetzt. Ne, hat er nicht. Ja, habe ich gemacht. Alles gut.
Hast du eine Meise? So. Nein, ich hab kein Problem. Hier. Er hat gekreischt auf Bike. Ne. Er hat gekreischt auf Bike, nichts passiert. Kam durch, nichts passiert. Er hat gekreischt auf Bike, kam durch, nichts passiert. Er hat seine Peitsche geschwungen. Alter. Lahmgelegt, hast Fahrzeug und nur einen Rumpfpunkt verloren. Da musste ich jetzt mit ihnen in Nahkampf gehen. Geil, habe ich das Fahrzeug kaputt gemacht, aber sonst nichts passiert. Alter, er läuft einfach nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe nicht mal überwältigende Feuerkraft geschafft. Hätte dir einen Rumpfpunkt gefehlt. Ja. Die Bettem lacht dir noch ein dreckiges Gesicht. Ja. Ich werde die Mittelfinger raus. Ja, was soll ich sagen, Leute? Trotz den Geschenken und den Kräften läuft es trotzdem nicht für mich. Was resultiert daraus? Ich muss Dämon weiterspielen. So lange, bis ich gewinne. Oh. Try harder. Und da sitzt schon das nächste Opfer. Kannst du nochmal gegen meine Elder spielen? Von mir aus. Opfer, wer verliert denn? Wenn du so einen Power-Gamer-Scheiß spielen willst, boah, bitte. Ich spiele eine fluffige Aspect-Host-Liste. Was denn, mit 95.000 Spinnen? Nö, ich brauche keine Spinnen. Ich habe noch nicht mal Spinnen. Ja gut, deine Runde 4. Ich gehe mal davon aus, das wird die letzte Runde sein. Weil mein Kriegsherr liegt auf dem Boden. Er ist auf dem Boden. Das sind nämlich ein bisschen an Dawn of War. Dann, wenn du das letzte Modell ausschalten musst, dann fliegen alle Dark Elder dahin. So, dann schauen wir mal. Runde 4 der Dark Elder. Mal gucken, was wir jetzt so schönes auslöschen. Ruah. Ich bin ein Gebertyp, weißt du? Oh, immer dieses, wenn man verliert, ist man. Da möchte sich jemand verabschieden. Ich möchte Tschüss sagen. Wiedersehen. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Oh. So, Runde 4 der Dark Elder. Die Knalles bleiben da oben stehen und halten Missionsziel 6. Hat sich ein wenig vorbewegt. Also, gehst nicht in die Barke hat sich ein bisschen vorbewegt von da hinten. Stehen geblieben. Die Viper ist von hier da rübergeflogen. Die Witches sind nach vorne gelaufen. Das Bike und die Kibbet Warriors sind da rausgelaufen bzw. von da oben runtergeflogen. Schutztechnisch hat die komplette Barke mit Inhalt. Die komplette Barke mit Inhalt. Und die Viper, auf den Knall ist geschossen, ist im Endeffekt ein Lebenspunkt bei rumgekommen. Das ist einfach mal richtig krass, krasser Typ. Achso, die haben auch noch darauf geschossen. Diese Viper hat auf Bellacor geschossen, konnte einen Lebenspunkt verursachen. Auf den Dämonenprinz des Slanisches, nicht Bellacor. Das ja, ist das Modell, das, weil das ich will nicht Modell des Bellacor. Count S. Okay, und dann haben die Witches versucht anzugreifen, sind leider nicht rangekommen, aber die Cabalite Warriors und das Jetbike konnte erfolgreich angreifen. Im Nahkampf sind zwei Cabalite Warriors dann durch den Dämonenprinzen erschlagen worden. Moralwert wurde erfolgreich gehalten. Das ist richtig. Bleiben so dann jetzt stehen. Ja. Missionsziele habe ich die Missionsziel Nummer 6 und die Missionsziel Nummer 5. Erfolgreich abgeschlossen. Gib mir 2 Points. Ja, damit hast du 10. Und das hier werde ich einfach. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Punkt. Ich könnte einen Punkt holen. Ich glaube, ich werde es mal behalten. Okay, dann gehen wir rüber. Ja, ich habe gerade gezogen. Könnte was gehen. Was hast du denn? Würde ich sagen. Dann schauen wir mal. Mein Nörgel Herold kommt jetzt. Bis gleich. Wenn er sich nicht verschaut. Ja. Runde 4 Dämonen. Es sieht leider nicht gut aus, Jungs. Was soll ich machen? Der hat den Nahkampf zwar jetzt gewonnen und durch verbrannte Erde einen 2er Rettungswurf und er hier ist auch punktgenau geschockt, also 6 Zoll abgewichen, aber er durfte nochmal 6 Zoll rennen. Ja, kann das aber leider nicht halten.
weil die scheiß Barke dann, der scheiß Venom noch da steht. Ja. Gekreischt, nichts passiert, gepeitscht, alles gesaved. Ja, das sind so die Ausbeute von diesem Zug. Ich habe was mal was geschafft, Blut vergießen. Ich werde aber überwältigende Feuerkraft abschmeißen, weil brauche ich nicht. Einer habe ich ja noch da liegen. Aber es steht eh schon 10-2 oder 11-2, irgendwie sowas. Also das entscheidet sich jetzt in Steppis Runde, was mit dem passiert, würde ich sagen. Runde 5 sind wir. 5. Ach ja, warum sind die eigentlich hier so dünn? Sind die vom GW? Weiß ich nicht. Hey, normalerweise sind die ein bisschen dicker. Also ich habe die ein bisschen dicker. Okay, ab geht die Post. Runde 5 von das Dark Elder. So, wahrscheinlich letzte Runde, wissen wir noch nicht. Runde 5, der Dark Elder. Die Witches haben sich rausbewegt und haben den Herold behakt, sowie der Archon. Hat sich vorbewegt und den behakt und dann ist er dann auch gestorben. Die ganzen Fahrzeuge, die hier stehen, die Venom, die ist zum Missionsziel 1 geboostet. Die Barke, die an 1 stand, ist auf Missionsziel 3 geboostet. Und die anderen beiden, die hier gerade noch standen und da, sind dort hinten an der anderen Spielfeldkante geboostet. Und ja, die haben noch auf die Nörglinge geschossen, die Cavalier Warriors, und konnten noch einen Lebenspunkt abziehen. Und das war es auch mit meiner Runde. So konnte ich 3 Punkte machen. Sichere Missionsziel 1, sichere Missionsziel 3 und einmal die Linie halten. Läuft bei dir, Junge. Okay. Das läuft bei dir. Dann darf ich 2 Karten nachziehen. Boah, jetzt ja, das rastet der aus. Burner, jetzt rast hier aus, jetzt geht ab hier. Ja, kriege ich auf jeden Fall. Bestimmt eine Psy-Kraft freisetzen. So Sachen, ja, schauen wir mal. Bis gleich. Ja, Dämonenrunde 5. Ich habe nochmal alles gegeben, aber hat nichts funktioniert. Hier habe ich gekreischt, aber hat er gebannt. Da konnte ich kreischen, hat er nicht gebannt, aber auch nur einer gestorben, weil Archon einfach 2 Retter hat. Junge, egal, der macht einfach alles kaputt. Ja, ansonsten habe ich nichts geschafft. Ich habe 2 geile Punkte geholt und du darfst mal auswürfen, ob es weitergeht. Ich habe doch vorhin schon versorgt. Ist ja nicht schlimm, wäre für mich hier so ein Vorteil. Erste hast du nicht. Im ersten hast du, ging es immer weiter. Es geht beide weiter. Achso. Was meinst du mit versauen? Ja, siehst du? Es geht weiter. Geht weiter? Ja. Dann deine Runde 6. Jo. Oh, jetzt geht ab. Jetzt geht ab. Oder auch nicht. Kommt auf die Mission wieder an. Nein. Ich denke nicht. Das könnte funktionieren, wenn ich das nicht mehr dafür bin. Okay, ja, dann. Sicher? So viel hören? Runde 6, Dark Elder. Runde 6, Dark Elder. Ah, ja, nichts gewesen außer Spesen, ne? Habe ich einen Nörgling Base weggeschossen. Mich hier so ein bisschen wieder vorbewegt. Er hat sich einen Rumpfpunkt abgezogen. Da hinten, die sind auch wieder ein bisschen vorgerückt, konnten aber nichts in Beschuss nehmen, außer die eine Viper hier. Und konnte dem zweiten Nörgling Base dann auch noch einen Lebenspunkt abziehen. Das andere ist. Darf ich mal fragen? Ja. Ist der da rausgefahren und hat dann einen Lebenspunkt verloren? Ja. Da musste er da drin stehen bleiben. Ja. Achso, okay. Dann darf der sich nicht bewegen. Dann bleibt der stehen. Solange nicht.
Ja. Das Lahmgelegt und hat einen Rumpfbuch verloren. Und hat er eh nichts. Dann hätte er auch nicht schießen dürfen. Egal. Ja. Hat er eh nichts verursacht. Ja. Von daher. Nichts, auch keine Auswirkungen. Ja, auf jeden Fall, die haben noch hier oben drauf geschossen, so wie die Viper. Ja, die Viper hat hier auf den Baro geschossen. Naja, meinst du. Genauso wie Pistolen hier, aber. Ja, das ganze Gelumpe hier hat ein bisschen drauf geschossen, auch getroffen, aber nichts bei rumgekommen. Und im Prinzip habe ich nur Mission Ziel 6 gekriegt. Hier oben. Und ja, durch dieses hier. Es ist eigentlich egal, was ich von den beiden wegschmeiße. Ob macht es Warp oder psychologische Kriegsführung. Es ist beide Banane. Gut, und das habe ich erfüllt. Und dann kommt Runde 6. Bei Runde 6 kannst du dich festhalten, weil ich werde nichts nachziehen. Ich habe noch hier drei Sachen liegen. Und meine Dämonenprinzen landen jetzt. Jetzt brauchst du auch nichts. Jetzt ist es eben. Jetzt ist alles oder nichts. Alles oder nichts, okay. Vielleicht hier noch so ein bisschen Lifey machen. Lifey? Wie soll denn, wenn die gelandet sind, dürfen die auch nicht angreifen, oder? Die dürfen noch nicht angreifen, nein. So. Du hast 4 Würfel. Woo! 4 Würfel. Was macht er? Was hackt er aus? Ich mach wieder verfluchte Erde an. Ja. Kommt dreimal. Brauchst du 3 Sechsen? Nö, lass mal, mach mal. Gut. Dann hat er jetzt 2er. Ja. Und er hat einen 4er Ritter. So. Dann. Macht er auf sich Schnelligkeit. Das bewirkt. Das bewirkt, dass er plus 3 Inni und 3 Attacken und die Sonderregel springen kriegt. Okay. Das kommt auch. Och. Ja, komm, was soll's, ich versuch's mal zu bannen. Einfach so, weil ich kann. Ja, er ist gebannt. Gut. Dann. Einmal kreischen. Jo. Auf. Auf die? Ja. Kommt? Mhm. Aber nichts. Moral werden 10. Halt so. Einmal kreischen auf die. Yes. Kommt auch. Ist aber auch nichts. Macht auch nichts. Ist eine 9. Eine 10. So, Schussphase. Ja. Bella, auf die. Ach, der Slanish Boy. Mhm. Oh, 11 Schuss. Wow. 11 mal auf die 2. 11 mal auf die 2. Diesmal. Trefferwürfe wiederholen. Und Stärke 6. Das hat die 2 auf die 2. Das 10 Stück. Ja. Ich nehme jetzt mal. Ich vergesse die jetzt mal so. Auf die 5 wahrscheinlich. Was? Wie auf die 5? Ja. Ich habe doch auf die geschossen. Ach, auf die hast du geschossen? Ja, ja, die haben. Haben die überhaupt noch so? Ja, keine Ahnung, das hat keine DS, also. Ja. Ja. Witch hat Nummer 6. 6. Das ist einmal nix, einmal Female Pain. Decke 6 auf DS3, ach, auf 4 schon. Ja, drin. Ja, ist cool. Ist okay. Wow. Wow, 50 Punkte tot. Ja, und trotzdem nichts gemacht. Ja, nichts erfüllt. Gucken wir mal, ob es weitergeht. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Nein, es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Ja, damit habe ich 2 Punkte geholt. Und du wahrscheinlich. Wir kommen noch einer zu wegen Durchbruch. Ja. Hältst du mal die Cam, dann zähle ich mal eben durch. Zähl mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zu 2. Ja, das fühlt sich ja an wie so ein 25 zu 5 gegen dich. Also das ist ja schon... Ich weiß nicht, ob das genauso viel... Ja, das war ungefähr so viel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du so viel hattest. Aber ich habe auch einen Dämonenputzen mehr getötet. Das ist richtig. Ich nicht. Das ist, ja, du bist einfach der geilste Mozzi. Ja, ja, hör mal, war trotzdem ein sehr geiles Spiel, muss ja, man einfach mal sagen. Ne?
Also, sehr warum gut. Die eigentlich noch? Keine Ahnung, ich habe sie für irgendwann, ich wollte sie mal angreifen, habe es noch nicht gemacht. Fazit: ich muss jetzt dazu sagen, trotz der fatalen Niederlage bin ich doch einigermaßen angenehm überrascht. Es hat doch einige Sachen besser geklappt als beim letzten Mal gegen Mozzi. Einige Sachen nicht so geil. Zum Beispiel, dass in der ersten Runde mein Herold kaputt gegangen ist. Der hätte noch einiges ein bisschen besser gemacht fürs Kreischen. Ja, ansonsten heißt es immer noch mit meinen Dämonen weiter, weiter und weiter üben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut da rein. Tschö. Bleibt da geil.